Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen sechsten Comic-Stammtisch hier beim Comic-Festival in München. Das ist eine lustige Runde, wo sich ganz viele nette Menschen treffen und einfach mal eine Runde über Comics und sonst noch so ein paar weitere Sachen sprechen. Wir wollen an dieser Stelle Dankeschön sagen, sowohl beim Veranstalter vom Comic-Festival, bei den Veranstaltern, es sind ja doch ein paar mehr Leute, die uns hier ermöglichen, hier auf deren Kosten Alkohol zu trinken. Und eben auch hier beim Bier- und Oktoberfestmuseum München, die uns die Location zur Verfügung stellen, wo wir uns treffen können, in einer wirklich ganz tollen Atmosphäre, Technik aufbauen und so ein bisschen rumblödeln. Das ist, glaube ich, ganz lustig im Regelfall gewesen bis jetzt. Ist der sechste von eben, ja, sechs insgesamt Comic-Stammtischen und war bis jetzt ganz schön geil. Das kann man mal so sagen. Vielen Dank auch an alle Teilnehmer. Das ist ja quasi die Finalrunde jetzt. Ihr hört das bestimmt alle, weil ihr jetzt nämlich angefixte Fans seid. Ich gehe jetzt hier mal reihum rum, die doch sehr von mir geschätzten Kollegen, teilweise Kollegen, also Vertreter der Comic-Szene, der jungen Comic-Szene an dieser Stelle übrigens auch. Teilweise kennen wir uns, teilweise kennen wir uns noch nicht. Und ich möchte bei jemandem zu meiner Linken beginnen, wo es schon echt irgendwie blöd ist, ne? Also da mal Disclaimer, ich kann über diesen Mann nichts Schlechtes sagen, denn ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Unter anderem steht das Bier, das ich gerade trinke, auf einem Bierdeckel, das er extra noch kurz vor dem Festival erstellt hat. Ich weiß, es war mega viel Arbeit. Du bist sogar an Vorkasse gegangen und also ich weiß gar nicht, ich habe auch in den letzten Tagen ein bisschen mit dir eingehoben. Moin Andi. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe nur das Gefühl, dass wir gestern und vorgestern in diversen Kneipen schon alles besprochen haben. Deswegen bin ich froh, dass hier noch andere Gäste sitzen. Ja, guten Tag. Guten Tag. Der nächste Herr in der Runde ist der liebe Maximilian Rauscher. Ich habe das so schlecht geschrieben. Und nur Max. Scheiße, dauert's jetzt. Ja, und Max machen wir. Ich begrüße dich herzlich, weil du nämlich auch mitverantwortlich bist für eine Ausstellung, die hier stattfindet, bei der diverse junge Menschen, glaube ich, und diverse nette Menschen vor allem, das ist die entscheidende Aussage, hier eine Ausstellung haben. Ich habe es leider noch nicht genau geschafft, dahin zu gehen. Ich will das noch irgendwie realisieren. Ich hoffe, ich kann da morgen noch reingehen. Das ist hier um die Ecke. Ja, denn das ist doch echt mal ein Grund, oder? Und ich finde es ganz schön gut, dass du da bist. Guten Tag, Max. Vielen Dank für die Einladung. Die junge Frau, die dir zu deiner Linken sitzt, die habe ich persönlich, weiß ich gar nicht, ob wir uns persönlich vor München schon mal kannten. Ich habe aber vor einigen Jahren mal was bei dir bestellt. Wie ich im Interview mit den Kolleginnen von Drei Frauen and Comics gehört habe, hast du mehrfach das überarbeitet. Ich habe irgendeine Version davon jetzt auch gekauft, vor vielen Jahren noch nicht die Version, die man inzwischen beim Splitter Verlag kaufen kann. Einen wunderschönen guten Tag, Redex aka Katrin. Hi. Hi. Ich hätte gern Weißwein, ja. Warte, ich hätte es gerade, okay, dann warten wir noch mit dem Anstoßen, das wäre sonst irgendwie unfair. Die nächste Dame in der Runde, muss ich sagen, die kenne ich noch gar nicht, aber trotzdem warst du gerade Thema. Bam. Ich habe gerade mit dir eine Runde an Herren gesessen, die in der Summe doch einiges an Comic-Jahren und Comic-Erfahrung auch gesammelt hatten. Und die kannten vor allem scheinbar deinen Vater, der wohl auch in der Comic-Szene sehr aktiv ist und ich weiß nicht, ob man das von eine Staffelübergabe nennen kann, aber ich habe vor allem viel von deinem Vater gehört und ich bin wahnsinnig gespannt, auch von dir zu hören. Einen wunderschönen guten Tag, Anna Fuchs. Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Mein Papa sitzt auch da gegenüber. Hallo. Das ist dieser Wolfgang J. Fuchs, von Aha. dem alle sprechen. Genau, deswegen bin ich auch schon von klein an in der Comic-Szene drin. Und ich weiß nicht, wie groß ich war, als ich das erste Mal am Comicfest München war, aber es ist doch schon Weilchen. Hab auch vor 4 Jahren mal den Independent-Bereich mitbetreut. Genau. Aber zeichne auch selbst. Ja, ist auch cool. Also wenn du sagst, du hast es mitbetreut, warst du da eher in dieses, also eine Praktikantin oder warst du dann Angestellte hier oder wie lief das? Nö, ich habe eher den Dialog mit den Ausstellern oben im Independent-Bereich geführt und mich drum gekümmert, dass alle die Infos bekommen, wann sie aufstellen dürfen, etc. Mega. Aber ich war nicht angestellt oder so, aber in dem Jahr war mein Vater Mitgastgeber, ja, Mitorganisator, zweiter Organisator und ich war eben okay, der zweieinhalb der Mann. Gut. Nicht angestellt, ich rieche Schwarzgeld, aber ich werde es nicht weiter thematisieren, okay? Es war wirklich ehrenamtlich und ich habe nichts bekommen. Alles klar, sehr gut. Nicht sehr gut, ist schade, aber toll, dass du es ehrenamtlich machst. Die dritte Dame hier in der Runde ist jemand, den ich in Stuttgart schon im Interview hatte und jetzt hat sie sich gerade mal eben noch ein paar Sticker ins Dekolleté geklebt und ich finde es ganz spannend rauszubekommen, warum das eigentlich der Fall ist. Einen wunderschönen guten Tag, Alisa. Dankeschön. Das ist nicht das Dekolleté, das ist daneben. genau, also das sind meine Sticker von meinem Partyspiel und da geht es darum, Achievements zu sammeln und ich dachte mir, ich bringe
halt eine kleine Auswahl mit von meinen 24 Achievements. Das dachte ich mir, wir sind alle einfach Einhörner, weil wir so cool sind und hier sind. Und alle, die Bier trinken oder Alkohol trinken, wie die Katrin, haben eine Schnapsdrossel verdient, außer der Max. Aber das will ich jetzt hier mal auch laut sagen, dass ohne Alkohol kann man auch sehr viel Spaß haben. Natürlich. Ja. Man kann auch ohne Spaß Alkohol trinken, genau. Genau. Ja, genau, weil wir zu cool sind, kriegen wir Einhörner, denn was ist cooler als Einhörner, ohne Frage. Du hast jetzt auch diesen Sticker. Mhm. Du hast ja auch schon mal was getrunken, ne? Waschbrunnen. Den anderen habe ich auch schon hier. Wie funktioniert denn das Spiel? Was muss man da machen? Das kann man sich aufkleben und dann ist es so ein Smalltalk-Thema, oder wie läuft das? Genau, also im Prinzip, es heißt Party-Achievements und blöd gesagt, du sammelst Achievements auf einer Party. Diese Achievements sind Sticker mit kleinen lustigen Tieren und kleinen lustigen Namen. Und jeder Gastgeber überlegt sich eigene Aufgaben, wie ich jetzt zum Beispiel, der sagt, du kriegst das Einhorn, wenn du einfach am Comic-Stammtisch dabei bist, du kriegst die Schnapsdrossel, wenn du was Alkoholisches trinkst. Und so passt es halt auf jede Party, auf jedes Event und zu jeder Gästeliste, ob sich Leute schon kennen und du einfach nur peinliche Aufgaben machen willst oder sich Leute nicht kennen und du eher Networking und Kommunikation fördern möchtest. Und es ist einfach ein super Eisbrecher für Leute, die auch Probleme haben, von alleine auf Leute zuzugehen. Ja, man, das sehe ich völlig genauso. Und dann ist aber immer noch das Problem mit diesen Namen. Ja. Musst du da immer mit Hey Du trotzdem noch ansprechen. Das ist immer noch nicht gelöst, ne? Ja, das ist richtig. Also man kann zum Beispiel auch ein Achievement machen. Du kannst den Euleswisser von Alleswisser nehmen, wenn du dir zum Beispiel alle Namen einer Runde merken kannst. Oder so. Hast du schon viel Erfahrung gesammelt? Also hast du das schon mal aktiv ausprobiert bei einer Party? Mehrfach. Also das Spiel selber, die Idee ist von 2016. Da hatte ich, eigentlich habe ich zu Hause gesessen und mich gelangweilt. Und dachte mir, ich mache mal wieder Illustrator-Übungen und habe eigentlich Tiere gemacht. Und ich hatte 2 Wochen später Geburtstag und habe mir dann gedacht, ich mache ein Spiel draus. Und meine Freunde fanden das mega geil, noch zu Hause gedruckt und total hässlich und mit Kreppband dann hinten aufgeklebt. Und 2017 habe ich mich dann das erste Mal zur Comic-Con Stuttgart beworben. Und meine Freundin meinte dann, hey, nimm doch deine Party-Achievements mit, das kauft eh keiner. Und dann hatte ich da in dem Jahr aber trotzdem meine ersten 12 Achievements. Mittlerweile sind es jetzt 24, auch mit Tutorials, mit einer eigenen Website, mit einem Video, mit Free-Download-Content und die Möglichkeit, seine Partys zu organisieren. Ich habe es auch schon mal ausprobiert bei einem Wanderwochenende von der SchülerInnen-Stadtvertretung. Mhm. Genau, und das ist sehr gut angekommen und macht sehr viel Spaß einfach. Genau, und ich habe es privat auf mehreren Geburtstagen, wie gesagt, gehabt. Und mein letzter war jetzt mein 30. Geburtstag, da hatte ich dann 40, 50 Mann, ja, ich bin über 30, waren dann bei mir zu Hause und ich habe dann alle Achievements ausgepackt und dann hatte ich auch wirklich Freunde, die gesagt haben, ich kriege alle, die ich kriegen kann, und sie haben sich auch wirklich gebettelt. Also zum Beispiel, man konnte das Aktivhörnchen kriegen, wenn man zu mir in den 4. Stock mit der Treppe kommt, man kann das Faultier kriegen, wenn man mit dem Aufzug fährt, dann sind die Leute wirklich wieder in meinem Haus runtergelaufen, um den anderen Weg zu nehmen, haben einen Zeugen mitgenommen, um das 2. Achievement zu bekommen. Das ist ja saugeil. Jetzt musst du den ganzen Tag hier aber arbeiten, und wenn ich mal in die Runde schaue, gibt's exakt einen Kopf, mit dem ich abends ein Bier getrunken habe. Was macht denn ihr abends eigentlich die ganze Zeit? Diese Frage mal in die Runde gestellt. Seid ihr so erschöpft und kaputt, dass ihr dann alle direkt ins Bettchen geht? Oder was macht ihr, nachdem ihr den ganzen Tag schwer beim Festival gearbeitet habt? Max, wie sieht das bei dir aus? Also ich habe ja eigentlich gar keine schwere Arbeit fürs Festival. Ich habe hier als ganz normaler Besucher mehr oder weniger den Donnerstag verbracht in der Kongresshalle. Du bist schon Artist. Ja, ich bin als Artist, weil ich ja bei dem bei der Ausstellung Comic Future in den Kunstarkaden mit dabei bin. Deswegen habe ich hier diesen schönen Artist-Ausweis um den Hals hängen. Aber darauf wollt ihr zu sprechen kommen und ich werde die Frage gleich noch an den Rest stellen. Genau. Keine Sorge, ich will wissen, was ihr abends macht die ganze Zeit. Ist irgendwie absurd, aber ich frage es trotzdem. Nee, kannst du, also erzähl mal bitte von dieser Ausstellung Future Pop. Das ist nämlich die erste Veranstaltung, die mir jetzt... Future Comics. Comic Future. Kommt da noch Zone irgendwo vor? Nee. Okay, dann habe ich mir das eingebildet. Da frage ich mich ja gerade im Titel. Aber vielleicht kannst du das mal kurz vorstellen, weil das war nämlich die erste Veranstaltung, die mir zusammen mit dem Comic Festival tatsächlich auch auf Facebook begegnet ist. Ja. Bevor das Social Media Team von dem Festival überhaupt in irgendeine Richtung was gemacht hat, wart ihr schon am Start. Ihr seid mir zumindest am ersten aufgefallen, so viel kann ich sagen. Erzählst du mal ein bisschen, was ist das, worum geht's und wer ist da, warum du organisierst das, wie es scheint, was ist das denn? Ja, ich organisiere es nicht. Ich bin jetzt mehr oder weniger der inoffizielle Pressesprecher geworden. Oh, cool. Nee, ich bin einer von 12 Künstlern. Alisa ist mit dabei und Anna ist auch mit dabei. Und es geht um die Zukunft des Comics und wie wir Künstler uns vorstellen, wie die Zukunft der Comics aussehen könnte in einem fiktiven Zeitraum von, sagen wir mal, jetzt bis in 100 Jahren vielleicht. Keine Ahnung, da haben wir uns gar nicht großartig für irgendein Dogma oder sowas entschieden, sondern einfach mal drauf los. Okay, also ein bisschen philosophiert, spekuliert, was, welche Richtung könnte es gehen, welche Einflüsse hat der Comic, was verändert das Medium, wie wird es aussehen?
Also was auf jeden Fall definitiv von Anna mit eingebaut wurde, ist die ganze soziale Mediengeschichte. Sie hat ein riesiges Smartphone gebastelt, das mit einer Kette scrollbar ist, und ein Instagram-Comic auf diese PVC-Plane, die sich dann innen drin rollt, aufdrucken lassen. Vielleicht erzählt sie dann später selber noch was dazu. Mir persönlich ging es eher um diese, naja, also ich bin selber mit Depression und Angstattacken in Berührung gekommen und habe mir gedacht, dass ich mehr oder weniger diese ernsten Themen eher ansprechen will und habe dann irgendwie geschaut, dass ich Comics eher auf diesem Level sehe, erzählerisch, um Awareness zu schaffen für Mental Health und lauter solche Geschichten. Hast du dann einen Comic dazu gemacht oder was hast du gemacht dazu? Ich habe dazu eine Installation im Boden. Ich meine, ihr kennt solche Kabelschächte, in denen praktisch Kabels verlegt werden oder versteckt werden. Den habe ich benutzt, um eine 7 Meter lange Panorama-Installation zu machen, die von unten beleuchtet wird auf Plexiglas, von hinten spiegelverkehrt draufgezeichnet. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und es ist eigentlich ein Panorama-Comic-Strip, der über 7 Meter von links nach rechts lesbar ist. Und da geht es irgendwie um die Reise ins Ich und dass diese Reise ins Ich immer wieder wie in einer Spirale sich wiederholt, sozusagen. Also schon quasi, also eine Story eben, auch Handlung, es ist ein Story, Ablauf, ja. Sequenzielle Kunst ist es letztlich. Ja, ja, genau. Okay, cool, weil ich jetzt zunächst den Eindruck hatte, als wären es einfach quasi nur Installationen und Kunstwerke, aber keine klassischen Comics unbedingt. Nee, also man hat klassische Comics, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube nur Cornelis hat mehr oder weniger einen wirklich klassischen Comic. Moritz hat auch einen klassischen also Comic. Also Moritz hat ja, sein Moritz Projekt ist im Prinzip auch ein klassischer Comic und sein Thema war ein Webcomic. Und er wollte dann eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob er es macht, wie er es macht, während der Ausstellung die Rahmen, die er mit den Comic-Seiten gemacht hat, auch erweitern, weil er die ja auch weiterhin hochlädt online. Und jedes Mal, wenn er online auf Social Media eine neue Seite hochlädt, wollte er sie in der Ausstellung auch erweitern. Und also es ist auch ein klassischer Comic in dem Sinne, aber noch mit diesem Webbezug. Mhm. Genau, und meines ist auch ein klassischer Comic eigentlich. Also der wird auf Instagram veröffentlicht, ist sequenzielle Kunst einfach nur. Nur eben wie wir es dargestellt haben mit diesem 1,40 Meter Handy. Das ist nochmal eine Spielerei, um es darzustellen. Du hast halt dieses Display und auf diesem Display kann ich mir das so durch... Also es ist quasi ein 1,40 Meter großes Handy und du kannst an einer Linie oder Leine ziehen und dadurch scrollen. Ich habe ein Foto da, ich war da schon zweimal als Gast. Ich fand es sehr schön. Da gab's ja auch irgendwie, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, ich wollte ihm das vielleicht nur zeigen und so, aber da gibt's ja auch irgendwie, ich glaube, das war von dir, du hast ja einen Comic da vorgestellt und, oder war das von dir? Dieser ganze Raum, das war eine ganze Rauminstallation. Genau. Ich habe einen dreieckigen Raum gebaut. Dreiecke. Genau. Da ist es das Thema. Nein, aber ich fand's total schön, es gab ja auch irgendwie von Anna Spieß, die ja auch auf dem Comic-Festival ist, irgendwie einen interaktiven Comic, wo man die letzten Panels selber ausmalen kann. Und eben dieser, wie nennt man das nochmal im Fachjargon, Rauminstallation? Ich würde es auch Rauminstallation nennen, genau. In so einen kleinen, dunklen Klein. Raum reingehst. Ich habe einen ganzen Raum gekriegt. Und was gab's noch? Der Jan ist unser Jüngster in der Runde. Der ist, also die Anna ist ja erster Forscher beim Comicaze und der Jan ist auch Mitglied dort. Und er ist 15 und hat für seinen Take, für Future Comic, ein Comic auf Leder gebrannt und gezeichnet, um zu zeigen, dass die Zukunft nicht immer digital sein muss, sondern genauso auch mit sehr alten, traditionellen Techniken funktionieren kann. Im Bereich Comic, genau. Also es ist wirklich ein Comic, aber auf Leder. Bevor ich nächste Frage stelle, Prost. Das ist mir sehr wichtig, so ein Stammtisch, da muss man mal anschauen hier. Also Hashtag Bierregel war die interne Kommunikation hier. Sehr schön. Genau, dann den Cornelis hatte Max vorher, oder den hast du ja schon erwähnt, der hat klassische Comics gemacht mit wirklich Zukunftsthemen, wie es im Comic ist. Ansonsten hatten wir noch die Linda Bunge, die ist auch bei Comicaze. Die hat Comics mit Naturfarben gemacht, also aus Minze und Pfefferminze gekocht, aus Blaubeeren, aus Erdbeeren und ich habe jetzt das vierte vergessen. Zwiebeln, genau, und hat die als Farben verwendet und man kann dann sehen, wie sie mit diesen naturgewonnenen Farben Comics illustriert
koloriert in dem Fall. Oh. Die Michaela Eidam hat ein Panoramabild auf Tapete gezeichnet mit der Geschichte des Comics in, ich meine, Acryl- oder Wandfarben, also wirklich von Steinzeiter Höhlenmalerei bis hin zum digitalen Zeitalter. Dann haben wir noch die Erin Joost, die hat, sie ist auch auf dem Comic Festival als Aussteller, gibt auch Zeichenkurse dort jeden Tag. Morgen um Sonntag, um 12 ist der nächste. Und sie hat halt das Thema Manga genommen und hat ein Process-Video im Timelapse, wie sie diese drei Illustrationen wirklich von Anfang an bis hin zur Koloration fertig gemacht hat. Genau, und dann haben wir noch die letzte, das ist die Ilaria Neo. Und die hat zwei Sachen, diese große PVC-Plane an der Wand mit einer Comic-Szene und ein super lustiges und süßes Leporello an der Wand hängen. Zum Comic-Festival. Genau, ja. In Bezug zum Comic-Festival. Was passiert? Also so die Angst der Künstler, was passiert, wenn Leute meine Sachen nicht mögen und dann muss ich die Stadt verlassen. Okay, aber Jana dürfen wir nicht vergessen. Jana, genau. Stimmt. Die hat... oh Gott, ich kann es nicht erzählen. Das ist eine Art Scherenschnitt, der, glaube ich, durch... sie hat einen, ich habe jetzt auch vergessen, welches... Belichtung, was, oder? Genau, ein Belichtungsverfahren, ich weiß gerade nicht mehr welches, hat den Scherenschnitt drüber gelegt und durch das Belichtungsverfahren sieht man dann den Comic, also es ist so eine bläuliche Farbe im Endprodukt und hat da dann Geschichten mit erzählt. Genau. Also habe ich richtig verstanden, das Thema selbst ist Comic und Geschichte und Zukunft des Comics, aber das Medium, über das dieses Thema präsentiert wird, ist nicht zwangsläufig Comic. Nein. Das kann alles sein, genau, und befasst sich nur so mehr so inhaltlich damit. Also es ist uns ja selbst überlassen, wie wir die Zukunft interpretieren. Also in meinem Fall habe ich es ja auch nicht mit Medium interpretiert. Ich habe ja auch ein Aquarellmedium genommen und habe einfach gesagt, für mich ist Comic Zukunft der Inhalt, also Emotionen durch Bilder und durch Geschichten. Okay, alles klar, cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet, denn den Weg dahin sollte ich ja wohl wirklich immer schaffen. Bis zum 27. Juli. Ach ja, genau. Juli. Also Juli. Ist noch ein bisschen hin. Das kriegen wir also bis. Und es ist immer Dienstag bis Samstag 13 bis 19 Uhr geöffnet. Also morgen zum Beispiel wäre zu. Gibt es irgendeine Form von Vernissage oder Führung oder Finissage, irgendwas? Wir hatten eine Vernissage. Genau, die war letzte Woche. Ich war aber... die Woche war ich noch da und habe was abgeholt und da meinte nämlich die Empfangsdame auch, wir hätten ja wahrscheinlich schon auch eine Finissage. Wir haben es jetzt nicht auf dem Flyer stehen, deswegen war ich mir nicht sicher, aber sie meinten normalerweise schon. Und da könnten wir wohl auch wieder Leute einladen. Also wer am 27. Juli noch nichts vorhat, der kann dann in die Kunstarkaden kommen. Und man kann unsere Kunstwerke auch kaufen, das weiß nämlich auch niemand. Zurück zur Ausgangsfrage. Ja. Bier und so, ne? Nee, kein Scheiß, Mädels. Wo seid ihr denn abends beim Feiern? Bei dir weiß ich das echt ganz genau, weil wir machen das immer zusammen an, das ist alles cool. Aber weil du hast jetzt von diesem Partyspiel gesprochen gehabt und so. Ist München für euch auch was, wo, ich heiße immer, das wäre ein Familientreffen und man trifft sich so und so. Seid ihr hier abends auch unterwegs oder macht ihr GDR ruhig an und seid ihr einfach mal Profis? Also Biergarten. Ja, meistens im Biergarten. Ja, genau. Ja. Kino. Max und ich waren am Donnerstag im Pub, da haben wir es langsam und nur in ganz kleiner Runde gemacht. Ihr seid ja aber aus München offensichtlich oder Region, aus der Region. Ich irgendwie. Bin Richtung Regensburg, also Schwandorfer, Oberpfälzer. Sonst noch Oberpfälzer hier? Nee. Noch nicht. Komm, keine. Ich bin gebürtige Münchnerin. Okay. Und gestern waren wir im Biergarten noch und dann sind wir noch ein bisschen weitergezogen, einfach in Bars. Also das gehört, so wie ich das Comicfest kenne, auch mit dazu. Also Bier in München ist eigentlich dicht, wenn man mit den Leuten unterwegs ist. Ganz genau, das ist mein Eindruck. Ich sage das jetzt, glaube ich, zum 6. Mal, kein Scheiß, das habe ich bei jedem Stammtisch gesagt. Der Veranstalter hat mich mit dem Satz überzeugt, Anni, es gibt Freibier. Da war ich dabei. Da muss ich zweimal drüber nachdenken. Ihr seid so berechenbar. Ja, ist wirklich so. Katrin, wie sieht das bei dir aus? Seid ihr mit dem Verlag unterwegs oder privat? Oder nee, ich bin ja mit der Sammlerecke unterwegs und das ist eigentlich super banal. Abends Fressi, Saufi, labern, schlafen. Aber nicht im Biergarten, oder? Doch, wir waren am Freitag im Biergarten. Und gestern waren wir hier. Da gab es irgendwie so eine Veranstaltung und dann haben wir auch ein, zwei Bierchen getrunken, ganz viel geschnackt und sind dann im strömenden Regen zurück ins Hotel. Ja. Das shiftet ziemlich regelmäßig in der Vorbereitung. Ne? Als wir das alles organisiert haben mit diesen Stammtischen, da habe ich natürlich eben auch geguckt, wie lässt sich das mit anderen Terminen vereinbaren. Und gerade bei dir und eben auch beim Jurek ist es so, Jurek an dieser Stelle nochmal schöne Grüße, der war ja auch zu Besuch. Ihr habt wahnsinnig viele Signiertermine. Also es ist ja wirklich Vollgas, also es ist wirklich richtig, richtig viel. Kannst du noch oder bist du kaputt? Nee, das ist super. Ich habe mein erstes Maßsignierstunden und das ist super chillig. Kommen Leute vorbei, schnackst mit denen, zeichnest. Eigentlich super cool. Hast du vorher,
Signierstunde meinst du offiziell also über irgendwie? Ganz offiziell, ja. So einen Stand hat sie auch schon hier und da mal irgendwo. Ja, also Stände hatte ich immer. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich auf einer Messe ohne Stand bin, sondern so nur rein zum Signieren. Ist es irgendwie anders? Also kommen die Leute anders auf dich zu, haben andere Erwartungen, gehen anders mit dir um? Ja, auf jeden Fall. Es kommen sehr viele, die das Werk nicht kennen und einfach aus irgendeinem Grund das kaufen, was ich halt toll finde. Und ich erzähle ihnen dann was darüber. Es ist halt anders, dass ich selbst nur dafür da bin, um dieses Buch zu unterschreiben. Normalerweise ist es ja so, dass ich noch Prints verkaufe und generell mich auch als Redex einfach präsentiere. Und hier bin ich halt als ich unterwegs. Und ja, das ist ein bisschen anders. Aber ich finde, das ist eine interessante Erfahrung, das auch mal andersrum zu erfahren. Und ja. Ja, es war immer weniger Orga, ne? Muss keinen Stand. Oh ja, das ist so entspannt. Das Chilligste daran ist, dass ich die Bücher nicht mehr selber mitschleppen muss. Wie ist das? Du hast selber ja gemeint, ihr seid ja gar nicht mit dem Verlag, ihr seid dann eben über die Sammlerecke. Genau. Ist es für dich geil oder so? Ein bisschen blöd oder wie ist das eigentlich? Es ist ein bisschen komisch, aber die Jungs von der Sammlerecke sind super witzig. Von daher ist es auch wieder cool so. Und mit dem Verlag sind wir dann ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder unterwegs. Und bis dahin mit der Sammlerecke. Also es ist, ja, so und so ist es cool. Wir hatten so ein bisschen das auch in der Form mal auch angesprochen gestern mit den Mädels von Message, die du ja nun auch kennst, soweit ich das weiß. Was hat sich denn für dich jetzt im Wesentlichen geändert? Was sind die zentralen Punkte, die jetzt anders sind, seitdem du eben beim Verlag veröffentlichst? Das ist ein Hardcover. Okay, das ist der zentrale Unterschied. Das fühlt sich so richtig als Buch an. Das ist jetzt so richtig buchig, weißt du? Ja. Ja, schon klar, aber das heißt ja eigentlich, also letztlich ist es nicht unbedingt der motivierendste Punkt. Ja, aber das war so, das ist für mich der krasseste. Und ja, dass es natürlich jetzt im Geschäft steht, so ganz offiziell, dass ich es nicht mehr selber vermarkten, also nicht immer, früher war es ja immer so, ich musste es selber verkaufen, immer lokal, über eine Messe, über meinen Onlineshop und jetzt ist es halt, die Leute schreiben mich zwar immer noch an, ob sie es bei mir kaufen können, aber deswegen kann ich sie jetzt weiterleiten. Und wenn du dir sagst, oh, das kannst du sogar auf Amazon kaufen, das ist so, Kriegt man die alten Versionen eigentlich noch irgendwo? Die sind alle ausverkauft, stimmt jetzt. Ich war ja letzte Woche auf der Dokumi. Und da ist die letzte Version weggegangen. Von daher sind das jetzt limitierte Einzelstücke. Hätte ich sie mal mitgebracht zum Signieren. See you at eBay. Ich bin ja nächste Woche in Stuttgart. Ja, kriegen wir hin. Ja. Kriegen wir hin. Ja, cool. Und ich vermute einfach auch mal ein bisschen mehr PR, ein bisschen mehr Umsatz. Und ja, auch ganz es geil. Ist halt auch, das ist auch so ein Unterschied. Man lernt einfach auch irgendwie neue Leute kennen, so. Es ist irgendwie auf immer alles so ganz offiziell und, ja, es ist eigentlich super cool. Man ist nicht mehr ganz alleine, so mit dem Projekt. Es ist halt, stehen halt Leute dahinter und es ist so, ja, es ist einfach, ich sag mal so, mein Baby ist erwachsen geworden. So fühlt sich das an. Und du selber, wenn du sagst, andere Leute und so, musst du dich jetzt anders geben oder darfst du immer noch du selbst sein? Natürlich bin ich selbst. Na klar. Also, nur, dass ich jetzt teilweise meine Prints und das Buch mit meinem echten Namen unterschreibe, weil mein echter Name ja auch auf dem Hardcover steht. Manchmal vergesse ich, schreibe trotzdem Redix drunter. Ja, warum eigentlich echter Name? Also wir hatten das jetzt hier tatsächlich bei verschiedenen Leuten und unter anderem hatte ich gestern mit einem Gespräch, der bei auch Crosskyle zum Beispiel was veröffentlicht, der macht die Orksaga da. Der Kollege Peinkoffer heißt der ist dort der Autor letztlich der Romanvorlage und dann auch Autor der Comics geworden und der hat unter diversen Pseudonymen bereits geschrieben. Ich hatte den Marvel im Gespräch, der eben auch nicht unter seinem echten Namen auftritt, sondern eben unter Marvel. Warum denn jetzt in dem Fall kein Künstlername, kein Pseudonym? Letztendlich denke ich mich jetzt vielleicht doch unter als Redix veröffentlichen sollen, aber dann dachte ich mir irgendwie, vielleicht wäre das doch unseriös so, weiß nicht, aber mal gucken. Das hast du aber selber entschieden, das war kein Hinweis vom Verlag, was du machen sollst. Eigentlich werde ich tatsächlich auch als beides immer genannt, das steht sogar, glaube ich, im Buch drin, ne? Weiß ich gerade nicht, aber super häufig steht immer Katrin Redix Gall, finde ich super lustig, das ist jetzt irgendwie so ein Codename geworden. Sehr geil. Sag mal, Anni, warum hast du eigentlich kein Pseudonym? Ich wollte gerade fragen, wer hat denn hier noch Künstlernamen am Start? Du hast die Frage gerade weitergereicht. Das ist wie? Also ich habe keinen Künstlernamen, weil ich einfach sau unkreativ bin. Andi ist doch ein toller Künstler. Wunderbar. Andi, ja. Der Andi. Ja, ich habe die Frage schon beantwortet. Brauchst du mir nicht geben. Aber wie gesagt, ich hatte einfach keine gute Idee vielleicht. Oder ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Weil irgendwie als Comiczeichner, ich kenne jetzt wenige, also... Ah, stimmt, die einen Künstlernamen haben, oder wie? Gibt schon ein paar. Ich finde es auch nicht schlecht oder nicht gut. Oder ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht, weil ich keinen coolen hatte einfach. Vielleicht. Wen haben wir da? Flix? Flix, eben Marvil hast du gesagt. Oder Tetsche. Ich glaube, die meisten Künstlernamen entwickeln sich auch super spontan. Es ist nicht so, dass man da sitzt und denkt, so, ich brauche jetzt unbedingt einen Künstlernamen. Es ist manchmal auch ein total, so ein Spitzname, zum Beispiel jetzt auch wie Flix, ist ja auch irgendwie, glaube ich, nur zufällig entstanden, oder? Stimmt, hat er bestimmt nicht gedacht. Echt? Also Felix. Flix war Flix nicht irgendwie so ein Name aus so einem Disney-Film von der Grille oder sowas? Flix und Floxy.
müssen diese Mikros, das ist auch schwer rumzureißen, weil wir haben nur zwei Mikros und sechs Teilnehmer. Wir können ja einfach zusammenrücken, dann können wir teilen. Wir können einfach lauter reden. Wir schaffen das schon, wir schaffen das schon. Okay, cool, also da haben wir das Thema Pseudonyme auch mal angeschnitten, was mir aber auf einmal noch sehr wichtig ist, weil das eben auch so ein bisschen eine Konsequenz aus dem Gespräch eben ist. Wie ihr hier alle sitzt, seid ihr auch schon auf diversen anderen Veranstaltungen gewesen, auch unterschiedlichste Ausrichtungen. Also da ist eben ganz klassisch vielleicht jetzt hier das Festival mit auch sicherlich einer Zielgruppe, die eine andere ist, als sie vielleicht in Stuttgart unterwegs ist. Dann gibt es aber auch nochmal so ein bisschen eher so Indie ausgerichtete Festivals, zum Beispiel die Comic Invasion in Berlin, auch mit ganz tollen Veranstaltern an dieser Stelle. Liebe Grüße unter anderem auch an die Lara. Seid ihr da mal gewesen? Was sind so eure Eindrücke von den Festivals und vielleicht auch, was sind eure Eindrücke vom Publikum hier in München? Also ich war bisher in Wien auf der Comic-Con, in Berlin auf der Comic-Con, in Stuttgart und in München auf den Comic-Cons, dann eben Comic-Festival München und Comic-Salon Erlangen. Und die zwei kann man ja ganz gut trennen. Also es ist halt keine Comic-Con, sondern da geht's halt um Comics ein bisschen mehr und es ist irgendwie eine coolere, gemütliche Atmosphäre und irgendwie, also war mein Eindruck, dass es immer netter ist, weil du halt nicht in eine Messehalle, eine relativ hässliche Messehalle gepresst bist, wo es eigentlich darum geht, dass halt irgendwie du dir ein Autogramm von Chuck Norris holen kannst, sondern halt irgendwie dir eine Zeichnung von Dave McKean holen kannst. Also ja. Es geht halt einfach mehr um Comics und deswegen finde ich das um einiges cooler. Obwohl in den Comic-Cons gibt es auch nochmal Unterschiede, weil ich finde die in Stuttgart eigentlich ganz cool. Aber in München zum Beispiel und die in Berlin schwierig. Nicht so schön. Ich will keine Zahlen hören, aber was geht denn umsatzmäßig am besten? Wo ist das geilere Publikum? Meinst du jetzt für mich an meinem Stand? Was geht besser? Wo geht's am besten? Das kann man so nicht sagen, weil zum Beispiel die Münchner Comic-Con fand ich, Gott, wenn es jemand hört, ich weiß nicht, aber die fand ich richtig beschissen, weil die Messehalle war hässlich, also letztes Jahr, diesmal war es ein Zenit und es gab kaum Comics, gab halt diese Schauspieler, Autogrammstände und so, aber komischerweise haben dann da halt, habe ich einen ganz guten Umsatz gemacht, ich weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich, weil es nicht so viele Comics gab und da vielleicht Leute waren, die auch mal einen Comic kaufen wollten auf der Comic-Con und dann mussten die leider zu mir. Also ich war dieses Jahr nicht in München, ich war letztes Jahr in München und also ich bin auch mehreren Comic-Cons gewesen, nochmal zum Testen, auch zum ersten Mal. In Stuttgart war ich jetzt, also werde ich jetzt nächste Woche auch zum dritten Mal sein. Und ich habe das Gefühl, dass München, also die Comic-Con München einfach auch einen kleinen Artist-Erlebereich hat, also im Vergleich zu anderen Comic-Cons. Und ich glaube, dass deswegen der Umsatz, ich meine, war jetzt auch nicht schlecht letztes Jahr, dass der ein bisschen hochgegangen ist, aber tendenziell war nicht sehr viel los, weil einfach wenig Rahmenprogramm geboten ist. Und ich habe dann auch, wenn ich auf die Cons gehe, dann schaue ich auch ein bisschen auf die Facebook-Sachen, was die Leute so sagen. Und gerade bei den kleineren Comic-Cons, wie München zum Beispiel, haben viele auch gesagt, dass die Stars nicht cool sind, dass sie dann auch gar nicht dahin gehen, dass dementsprechend weniger Leute kommen. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer bei jedem so ist, aber ich war auch in Dortmund letztes Jahr im Dezember und da waren im Vergleich zum Beispiel sehr, sehr gute Stars oder namhaftere Stars. Es war aber auch irre wenig los und ich habe auch mit anderen Ausstellern geredet und die haben gesagt, sie haben teilweise die Hälfte ihres Umsatzes vom Vorjahr von der gleichen Con gemacht. Also es ist, die Comic-Cons sind in Deutschland nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl. Noch ganz kurz, bevor ich hatte dann einen Kumpel, der mich da besucht hat irgendwie und der war bei meinem Stand und dann haben wir kurz gequatscht und dann hat er gesagt, jetzt schaue ich mich mal um und schaue mir an, was hier geboten ist und dann komme ich wieder und sage Servus und der war in 20 Minuten wieder da, weil da gab es halt kein Panel, kein Künstlergespräch oder so. Ich glaube, es gab schon Panels irgendwie, wo dann irgendein Schauspieler halt erzählt hat, wie er Walking Dead mitgemacht hat oder so. Aber so richtig viel Programm, wie jetzt beim Comic-Festival, wo du halt irgendwie ständig Panels hast, also Panels nenne ich es jetzt mal, oder halt Vorträge, Interviews, Zeichenkurse, Ausstellungen und so. Und da kannst du ja durch die ganze Stadt fahren. Aber da bist du halt in dieser Messehalle und ich kann dann nur sagen, also wie gesagt, der war in 20 Minuten wieder da und hat gesagt, ja, ich habe alles gesehen, ich pack's jetzt wieder. Und das war, fand ich ein bisschen traurig. Okay. Das habe ich aber auch schon von Leuten gehört, dass die gesagt haben, also hier in der Artist Alley ist eigentlich am meisten los und die anderen Hallen sind fast leer. Das ist natürlich bestimmt auch mal wellenartig, aber... Ich wollte jetzt auch gar nicht so ablästern, ich wollte nur meinen Eindruck stellen. Ja, das vor allem auch die Erfahrung, die man, glaube ich, hat als Zuschauer. Mir ging es ja um eure Perspektive als Künstler. Wie sieht das da aus? Also ich glaube, das Problem bei der German Comic Con, also bei diesen großen die gibt es einfach zu oft auch pro Jahr. Die sind ja gefühlt in allen großen Städten. Und deren Hauptaugenmerk liegt halt auf den Stars und dem Merch. Und die Artist Alley wird relativ arm betreut. Also ja, die gibt's und die kann man auf der Seite mal nachlesen. Aber mehr wird da halt auch nicht gemacht, während es zum Beispiel bei der Con in Stuttgart oder auch auf anderen Conventions ist die Artist Alley im Vordergrund. Die haben ja auch zum Beispiel, also in Stuttgart, da, auf Stuttgart Con ist das ja der Hauptbereich der Halle, glaube ich auch. Und da wird ja auch sehr viel Werbung gemacht, auch auf sozialen Netzwerken, welche Künstler kommen und dass die Leute da unbedingt vorbeischauen sollen. Die Künstler selbst machen sehr viel Werbung für sich. Auch auf den ganzen Comic-Manga-Conventions ist auch so. Letzte Woche auf der Dokumia haben die Künstler ja eine ganze Halle für sich alleine.
Und das ist, glaube ich, bei der großen, also bei dieser German Comic Con nicht so. Da ist es halt so am Rand. Ach ja, übrigens, es sind ja auch Künstler da, so nach dem Prinzip. Vielleicht an der Stelle muss man ja auch mal der Patricia und ihrem Team von der Comic Con Stuttgart ein ganz großes Lob aussprechen. Bei keiner Messe, auf der ich jemals war, habe ich mich so gut betreut gefühlt als Künstler wie von Ihnen. Auch als Presse übrigens an der Stelle auch nochmal. Genau, und ich wollte nur bestätigen, was Katrin gerade gesagt hat. Also ich habe es auch von vielen deutschen Comiczeichnern so gehört, dass der Augenmerk auf Merch liegt und auf den großen Namen. Und die Artist-Allies leider noch sehr klein sind, wobei ich da auch schon von Veranstalterseite aus gehört habe, dass sie das noch verbessern wollen. Tatsächlich schrumpft es. Die verbessern das, aber es schrumpft trotzdem. Aber die Organisation ist ja dafür anscheinend abschauwürdig. Ja, also sehr. Also finde ich wirklich beachtlich. Also die fangen ja wirklich an. Also die ist jetzt im Juli und letztes Jahr war sie ja, Juni und letztes Jahr war sie auch im Juni. Ich glaube im dann kommt irgendwie ein paar Wochen später nochmal eine Dankesmail. Im was weiß ich, Oktober, November fangen sie schon an. Hey, letzte Aussteller können schon wieder 2 Wochen vorher sich anmelden. Dann geht's in die ersten Runde und die schicken wirklich jeden Monat einen Zeichnerrundenbrief. Und ich glaube, letztes Jahr vor der Con habe ich wirklich einen bekommen. Hey Leute, es gibt nichts Neues. Wir schreiben euch nur, damit ihr wisst, wir haben euch nicht vergessen. Geil. Das ist schon ein bisschen cool auch irgendwie. Ja. Das auf einmal klingt wahnsinnig sympathisch. Ich denke, total. Da merkt man schon, da ist eine gewisse Atmosphäre auch im Raum. Irgendwie auch cool ist. Also das finde ich irgendwie auch wichtig. Danke für diesen Einblick. Wie sieht's aus? Invasion Berlin, kennt ihr jemand? Und kennt jemand das Comic Festival in Norddeutschland? Davon habe ich jetzt letzte Woche was gehört auf Twitter. Hm? So am Tag, wo es stattgefunden hat, war so, übrigens, wir sind auch da. Ich so, wer, wo, was? Also das wurde irgendwie nicht angekündigt. Und das erste in Berlin, was war da? Die Invasion, die Comic Invasion. Das habe ich auch so eine Woche vorher mitbekommen. Die gibt's schon länger, die sind auch, ich glaube, das sind sehr lokale Veranstaltungen, ist immer mein Eindruck. Ich glaube, es ist mittlerweile einfach wichtig, wenn man eine Veranstaltung wirklich bewerben muss, dass man alle sozialen Netzwerke spammt einfach so Monate vorher. Die haben den eigenen Podcast. Echt? Ja. Ja, cool, okay, alles klar, aber danke nur mal für die Eindrücke, die ihr da habt. Eine Convention, die du jetzt nicht erwähnt hast und wo ich das schon nicht gesehen habe, ist ja auch die Animuk in München, also in Fürstenfeldbruck, die ist einmal im Jahr, im April. Da war ich jetzt letztes und dieses Jahr und das Anmeldeverfahren für Künstler so, man muss hinschreiben, man wird dann ausgelost und die haben auch aktuell nur 30 Plätze. Die wollen es wohl erweitern, ich weiß nicht, wie sie ab wann sie das können. Und es ist aber tatsächlich meine beste Messe und es ist auch die meistens von allen Künstlern, die ich frage, die beste Messe der anderen Künstler. Die geht von Freitagmittags bis sonntags nachmittags. Und obwohl es so wenig Künstler sind und vielleicht auch weil es so wenig Künstler sind und die Messe an sich nicht groß ist, die Leute nehmen sich richtig Zeit. Auf keiner Messe kriege ich so viel Feedback. Die Leute kommen und unterhalten sich 10, 15, 20 Minuten mit mir. Die geben mir auch richtig Feedback, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Es ist eher ein Anime-Manga-Schwerpunkt, aber nicht nur. Und es gehen auch sehr, sehr viele Cosplayer dorthin. Aber das ist wirklich eine Messe, von der jeder gesagt hat, die ist super für den als Künstler. Genau das sind die Perspektiven, die ich mit der Frage eigentlich erzielen wollte. Ich wollte wissen, was für euch als Künstler am besten funktioniert. Und dann muss ich auch noch die Doku in den Raum werfen, wo ich auch unterschiedlichste Sachen gehört habe. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal was zu sagen. Wie sind da eure Erfahrungen? Also die Doku ist für mich eher, also was geil ist halt, dass sich gefühlt alle anmelden können. Und da sind nicht nur deutsche Künstler, da sind auch super viele aus dem Ausland. Und es ist sehr, sehr durchwachsen. Alle Stile sind vertreten, wirklich alles, was es an Künstlern gibt. Also aktuell hatte ich das Gefühl, sind da gewesen. Das Problem liegt aber auch genau darin, weil es so viele sind. Ich glaube, es waren diesmal über 700 Künstler oder so. Ist halt geil auf der einen Seite, aber von vielen Kunden habe ich gehört, dass die nach 3 Reihen wieder zurückgekommen sind und sagten, war Reizüberflutung. Und es ist, glaube ich, sehr schwer, dort auch neue Kunden zu bekommen. Es ist mir eher so eine Pflege alter Kunden, Freunde treffen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich relativ weit vorne am Eingang gesessen habe. Deswegen sind die Leute so oder so an mir vorbeigegangen. Aber von vielen Freunden, die ganz hinten in der Halle gesessen haben, hatten gesagt, so ja, ist kaum jemand durchgekommen. Und die Caro Reich meinte, es ist ein Riesenvorteil, ein fertiges Heft dabei zu haben oder einen fertigen Comic. Nur ein Druck, nur eine Karte, nur ein Lesezeichen kannst vergessen, aber sobald du eine Geschichte am Start hast, hast du schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das stimmt. Weil die Leute wollen ja was Greifbares. Und auf Artbooks, dieser Messe jetzt, oder? Auf der Dokumi. Artbooks, Comics geht immer. Also ich war das erste Mal jetzt auf der Dokumi, die war ja vor 2 Wochen. Und ich habe dann auch, auf Facebook gibt's auch so Gruppen für so Messen und so ein Zeug und da gab es auch eine Diskussion, die ich mir mal durchgelesen habe und die war wohl sehr durchwachsen wirklich für viele. Also manche haben gesagt, die lohnt sich überhaupt nicht, manche fanden die sehr gut und für mich war sie, ich glaube, ich liege in einem guten Mittelfeld. Also ich war das erste Mal da und habe keinen fertigen Comic, ich hatte einen fertigen Comic dabei oder zwei, aber habe nicht sehr viele davon verkauft, sondern eher eigentlich wirklich Merch-Sachen. Also ich habe viele Pandas auch im Sortiment und habe, meinen Hauptumsatz mache ich auch mit diesen Pandas. Echte Pandas? Nein, keine echten Pandas. No pandas were harmed in the making of this process. Also,
Pandas im Gepäck. Ja. War das der Comic, den du auch in der Ausstellung da ausgestellt hast? Ja, auch, aber den hatte ich da auch wirklich zum allerersten Mal. Ich hatte ihn auch Social-Media-mäßig nicht angeteasert. Und auch ganz froh, dass er auch wirklich rechtzeitig gekommen war, weil das war ja das Wochenende vor der Vernissage und ich musste noch alles im Expressdruck bestellen, wie das immer so ist. Habe davon wirklich auch nur ein Stück verkauft. Aber es ist, mein Stil ist auch nicht typisch Comic. Also zumindest von dem. Es ist ja wirklich ein Aquarellbuch von Hand geschrieben, wenig editiert und wirklich eher ein Bilderbuch auch für ein bisschen jugendliche plus Publikum und kein klassischer Comic. Ja, finde ich auch. Vielen Dank für euer Feedback zu den Veranstaltungen. Ich finde das wirklich ganz interessant, da die unterschiedlichsten Perspektiven mal zu hören, weil das ist ein verhältnismäßig aktuelles Thema, Kunstveranstaltung. Jetzt, wo wir auch Parallelveranstaltungen haben, eben insbesondere mit Stuttgart und Köln, eine ganz, ganz schlimme Situation. Also reicht ein Riesenfehler, aber egal, wir haben Parallelveranstaltungen und bin mal gespannt, was sich da so entwickelt in den nächsten Jahren. Danke dafür. War nett. Und bevor ich es wieder vergesse, ist ein Stammtisch, Leute. Prost. Prost. Hui. Es ist auch geil, wie unser Publikum auch immer mitmacht. Wenn unser Publikum mal kennt, ach stimmt, da steht ein Getränk vor uns. Da können wir ja mal anstoßen. Total cool. Jo. Ich habe vorhin auch wieder was behauptet. Das behaupte ich immer, weil ich das hin und da mal gehört habe. Aber ich würde gerne mal eure Perspektive wissen. Und zwar geht es mir um die Frage Self-Publishing versus Zusammenarbeit mit einem Verlag. Es gibt unterschiedliche Konstellationen und ich habe da unterschiedliche Vor- und Nachteile gehört und ich will mal durchaus eure Meinung hören. Und wir haben jetzt hier schon gehört, was sich auch teilweise für Veränderungen ergeben können durch die Zusammenarbeiten mit dem Verlag, mit einem Verlag. Das sind sicherlich auch alle ganz unterschiedlich und da würde ich gerne mal so ein bisschen rumstochern. Ich behaupte immer, wenn es um die junge deutsche Indie-Szene geht, dass es da durchaus eine Handvoll Vertreter gibt, wenn nicht sogar ein paar mehr, die gar kein so richtig großes Interesse daran haben, bei irgendeinem Verlag unterzukommen. Entweder, weil sie überhaupt keinen Vorteil darin sehen, dass man ihnen in die eigene Arbeit reinspricht und das Self-Publishing ganz gut funktioniert, sie zum Beispiel durch Veranstaltungen wie diese hier auch durchaus den ein oder anderen Euro Umsatz machen, oder aber eben, weil der Verkauf von gedruckten Comics für auch viele nicht so mega relevant ist, weil auch online eine Plattform ist, beziehungsweise die Plattformen, die es online gibt, aus denen man eben eine gewisse Reichweite erzielen kann, wo man unter Umständen dann vielleicht auch den einen oder anderen Euro machen kann. Leute, die morgens aufstehen, Kaffee trinken und erstmal was hochladen, weil es einfach die Community erwartet. Oder eben auch Patreon oder hast du nicht gesehen. Ich würde einfach mal so in die Runde fragen, wer sich da gerade mal angesprochen fühlt. Wie sieht es denn aus? Ist es so, dass eigentlich alle jungen deutschen Indie-Künstler irgendwann zu einem Verlag wollen? Ich weiß nicht, Anna, hast du da irgendwie eine Erfahrung oder irgendwie irgendwas, was du dazu sagen kannst? Also, ich glaube, die Erfahrungen, die ich damit habe, sind eher andere deutsche Comic-Künstler, von denen ich eben Geschichten gehört habe, weswegen ich persönlich eher im Selbstpublishing bleiben würde oder bei Vereinen wie Comicarze, dem Münchner Comicverein, oder Shazam ist im weitesten Sinne wahrscheinlich auch als Verein zu sehen, aber ist ja kein wirklicher Verlag auch. Ja. Weil es schwer ist, weil manche Verlage kaum Werbung machen für die Künstler, habe ich gehört. Viele auch unter den Tisch fallen, von denen ich die Geschichten gehört habe, dass eben das Produkt angekündigt wurde und dann gar keine Werbung mehr gemacht wurde. Der Umsatz auch in Grenzen war. Also einen deutschen Comiczeichner kenne ich persönlich, der meint, ich bin die einzige Leserin seines Werks. Ist aber bei einem großen deutschen Verlag, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen will, veröffentlicht worden. Dementsprechend, wenn man solche Geschichten hört, ist man halt als Indie-Szenen-Künstler, wie du sagst, eher abgeschreckt, glaube ich auch. Mhm. Wobei ich jetzt denke, es ist ja letztendlich ein Verlag und keine Promo-Agentur. Von daher, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man beim Verlag ist oder beim Self-Publishing immer Werbung für sich zu machen. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Ich unterschreibe das Buch und erzähle den Leuten trotzdem. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss es verkaufen. Aber ich meine, du kaufst ja trotzdem. Aber ich glaube, ich rede einfach so gern darüber, deswegen. Ist ja auch toll. Ja, und ich mache immer noch Werbung, weil es geht mir nicht darum, das Verlagsprodukt zu bewerben, sondern meine Geschichte. Und ja, man hat halt, also ich habe halt echt Glück mit meinem Verlag, dass die super viel Werbung für mich machen. Aber bei anderen Verlagen, also ich denke mal, wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man es immer noch selbst in die Hand nehmen. Ja, ich glaube, da ging es vor allem um so Sachen wie, es kam nicht mal im elektronischen Flyer, den der Verlag rumgeschickt hat. Und
Das ist so das Minimum, was ich erwarten würde. Ich glaube, der große Unterschied ist auch zwischen Self-Publishing und Verlag, ist, dass man als Self-Publisher sehr viel mehr Kontrolle hat über die Zielgruppe. Man kann sie sehr, also mitbestimmen. Man kann auch entscheiden, wie viel Werbung man für sich macht und wo. Beim Verlag ist man da immer so ein bisschen drauf angewiesen, weil die ja auch meistens immer auch ihre Stammleser haben oder allgemein auch andere Kanäle, wo sie Werbung für dich machen, wo du eigentlich als normaler Mensch gar nicht rankommst. Und da verliert man so ein bisschen die Kontrolle, wer das Buch eigentlich liest, wie sich die Zielgruppe entwickelt. Und ja, ich glaube, das ist halt so der entscheidende Unterschied. Das habe ich halt selber auch gemerkt, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wie oft das Buch gekauft wurde, wer es liest. Und daher, wenn dann Leute kommen, um das zu signieren, weiß ich, also okay, so ungefähr ist es jetzt. Aber ich lasse mich einfach überraschen. Also mal schauen, wie es sich entwickelt. Also ich selbst habe ja nur Self-Publishing. Ich habe es auch noch nie bei einem Verlag versucht mit irgendwelchen Dingen. Aber ich bin auch bei den Comicmacher Sternchenrinnen von Bayern. Und wir hatten jetzt schon zwei Barcamps, also wir treffen uns und jeder Teilnehmer stellt ein Thema vor zum Thema Comics. Und da war beim ersten im Sommer war auch die Niki dabei, sie ist Comic-Autorin aus Amerika ursprünglich, lebt aber schon seit mehreren Jahren in Deutschland, Niki Smith Comics, glaube ich. Und sie macht LGBTQ+ Comics rein in der Form und sie published aber auch noch über Amerika primär. Und sie hat beim ersten Comic-Macherinnen Workshop einen Vortrag gehalten über Publishing und Agenten in dem Bereich. Und sie hat auch gesagt, in Deutschland ist es sehr schwer. Sie selbst ist jetzt beim Schwarzen Turm, da sind noch ein paar Sachen rausgekommen. Aber dass der deutsche Markt Comics sehr schwer verlegt. Also dass Künstler es sehr schwer haben, da reinzukommen. Weil gerade auch über Agenten, wenn du dann reingehst, dass sie noch nicht die Kontakte haben, weil sie eher in Autorenverlagen mit drin sind, aber noch nicht so richtig mit Comicverlagen. Und also sie lebt wirklich von ihren Comics, es ist ihr Hauptberuf, sie macht sonst nichts anderes, wie jetzt irgendwie nebenbei noch freelancen oder so. Und sie setzt noch auf den amerikanischen Markt auch, obwohl sie aber auch schon in diesem Schwarzen Turm Verlag mit drin ist. Ich denke, es wird vor allem dann schwierig, wenn du Auflagen bekommst oder Grenzen, die du inhaltlich nicht überschreiten darfst. Vorgaben, für die deine künstlerischen Ansätze, die du eigentlich als Künstler vielleicht auch verwerten, also umsetzen möchtest, da könnte ich mir eventuell Probleme vorstellen. Andererseits denke ich auch, ist ein gesundes Zusammenleben mit einem Verlag, der dir irgendwie auch einfach nicht im Wege steht, ist ja schon mal gut. Ja. Irgendwie, also ich meine, letztlich haben die Strukturen etabliert, die du selbst vielleicht nicht hast, die helfen dir auf eine Con zu kommen, die helfen dir vielleicht die ein oder andere Signierstunde im Comicladen zu machen, den muss man sich ja auch erstmal organisieren, diesen Termin, ne? Ich denke, cool ist eine Version, wo du es schaffst, irgendwie zusammenzuarbeiten. Die Sabrina hat zum Beispiel gestern gemeint, Sabrina Schmatz, die ist beim Schwarzen Turm sehr glücklich, die reden absolut null rein. Die Deadlines, die es gibt, hat sie sich quasi selbst gesetzt. Das sind schon Ansagen, die, glaube ich, nicht von jedem Verlag kommen. Und andererseits, der Schwarze Turm ist ja auch ein ganz kleiner Verlag mit nicht so wahnsinnig vielen Menschen, die dahinter arbeiten. Also ich glaube, sie ist auch sehr glücklich da. Ich glaube, die ist echt zufrieden, ja. Und wie du schon sagst, es gibt eben auch so Konstellationen, wo nebenbei noch eine Runde Schnitzel geklopft wird. Ja. ja, wir sitzen hier gleich neben der Küche. Es riecht zwar nicht, aber es hört sich schon mal gut an. Ja, und es gibt eben genau diese Konstellation, riesengroße Verlage, wo du als einer von vielen einfach untergehst und vielleicht nicht mal im Katalog auftauchst. Du bist ja jetzt auch bei dem Verlag untergekommen, ne, Andi? Ja, richtig, das wollte ich gerade erzählen, weil du gesagt hast, von wegen, wie der einem da reingesprochen wird. Das war nämlich ganz lustig. Letztes Comic-Festival vor 2 Jahren war der Sebastian Röpke von Kult Comics irgendwie bei uns am Stand und der hat sich dann irgendwie das komplette Portfolio einfach mal gekauft und da hatte ich nur so einen Teaser mit 10 Seiten von dem Bountyless Comic halt eben dabei. Und wir haben den Comic jetzt gemacht, irgendwie 150 Seiten oder so, und er hat dann einfach gemeint, mach mal, passt, bring ich raus. Und er hat aber nie was davon gelesen. Also ich meine, wo ich ihm dann die Druckdateien geschickt habe, dachte ich mir auch so, da sind vielleicht grenzwertige Sachen drin oder so. Die hat er aber noch nie gelesen oder nie gesehen, aber es hat ihm gefallen auf jeden Fall. Es war ganz gut, aber auf jeden Fall fand ich das auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass der sich nie informiert hat, was wir da eigentlich machen. Der hatte irgendwie so viel Vertrauen da drin, was wir bisher gemacht haben, dass er das nächste einfach auch rausbringen wollte. Fand ich ganz lustig eigentlich. Aber du hast ihn nicht irgendwie ein bisschen besser kennengelernt, oder? Ich habe den nie gesprochen. Ich habe ihn nur gesehen, weil ich saß da am Stand und mein Autorenkollege, der hat mit ihm sich unterhalten, aber über den Kontakt ging es dann. Ich kenne ihn gar nicht. Also ich habe mal mit ihm telefoniert, dann stimmt später noch. Ja, ist schon interessant, wir haben plötzlich Vertriebswege, hat eine eigene ISBN-Nummer, man kann über große Online-Händler bestellt werden. Das hat ja alles nicht nur Nachteile, ganz im Gegenteil. Genau, wir haben halt, also es gibt da glaube ich verschiedene Deals halt. Wir haben ja den Deal, dass wir einfach irgendwie, also die produzieren die Comics, wir müssen ihnen halt die so und so viel abnehmen nach und nach und dann die Produktionskosten zahlen, und sie haben halt irgendwie noch sich so eine Vorzugsausgabe gemacht, die sie dann komplett einnehmen, und wir können mit unseren Comics machen, was wir wollen, die Kohle behalten, keine Ahnung.
Ah, ist echt ein bisschen... Schön, Mensch. Du, ja, natürlich, ne? Klingt ganz angenehm. Das ist ganz locker da. Also kann ich nur empfehlen. Kultcomics ist ganz cool. Magst du dir das aus? Willst du dich auch bewerben? Oder hast du vielleicht schon andere Verlage mal auf dem Start gehabt? Ja, zum Beispiel. Ich versuche bis Ende des Jahres eine Crowdfunding-Geschichte. Auch toll. Hm. Und wo jetzt gerade Niki angesprochen worden ist, ich glaube, dass da auch die Amerikaner ganz anders ticken jetzt hier als deutsche Europäer. Ich glaube, dass die sehr viel williger sind, ihr Geld in sowas dann reinzustecken, wenn sie eine Sache irgendwie cool finden. Also hier Patreon, was da deutlich besser läuft, ja, als in Deutschland zum Beispiel. Und, ja, über Patreon, also ich habe mal kurzzeitig überlegt, über Patreon was zu machen. Habe mir gedacht, da kommt außer Kaffeekasse wahrscheinlich nichts zustande. Aber da hat man ja viele Beispiele. Coffee Table Comics zum Beispiel, also den folge ich auf YouTube und Patreon. Aber nochmal zur Crowdfunding-Kampagne. Du planst eine Crowdfunding-Kampagne, habe ich richtig verstanden? Ja. Und da ist bereits Vorbereitung und du bist da bereits in der Planung, oder wie sieht das aus? Und für was eigentlich? Ich will eine Graphic Novel machen, ja. Nee. Meine erste. Wahnsinn, gell. Nee. Worum geht's? Um einen roten Panda. Pandas gehen gut, Katzenbär. Oder? Katzenbär. Ich möchte dazu anmerken, der also wir kennen uns so ungefähr seit einem halben Jahr und mein Panda und sein roter Panda haben nichts miteinander zu tun. Irgendwann ist immer das erste Mal. Nee, aber die haben sich kennengelernt und jetzt ab und an hängen sie miteinander ab. Nachts. Nee, der arbeitet, also beziehungsweise sie ist jetzt eine Frau geworden. Trudy, der rote Panda, die als Erschrecker in einer Geisterbahn arbeitet. Und ja, wie es halt dann so ist, wird sie irgendwann mal outgesourced, weil Maschinen ihre Arbeit übernehmen. Okay. Und da geht's in der Geschichte geht's dann darum, wie Trudy versucht, ihren Weg in der Berufswelt durch ihre Talente zu finden und einen neuen Weg zu finden. Machst du das alleine oder hast du noch was? Das mache ich komplett allein. Also ich bin da super autark, autonom. Ich lasse mir auch super ungern reinreden. Und ich muss aber sagen, dass diese Verlagsgeschichte, das wäre aber wirklich ideal für mich, weil ich genau dieses ganze Organisatorische, was ein Verlag für einen übernimmt, und dieses ganze Netzwerk, das dann hinter einem steht. Ich wäre so froh, wenn ich sowas nicht machen müsste. Das ist wirklich, ich komme aus einer Finanzbeamtenfamilie. Das ist für mich das Grauen. Das sind Behörden und Finanzen und alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Deswegen... Ja, aber ich bin mal gespannt, wie es ankommt und wie ich es dann überhaupt hinkriege. Ob ich es bis Ende des Jahres hinkriege, weil ich gerade noch andere Sachen auch zu tun habe, um die Miete zu zahlen. Ja, Crowdfunding, Start Next, Kickstarter, wo gibt's Kickstarter. Das? Kickstarter. Da weiß ich, gibt da sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen der letzten Jahre, unter anderem vom Ralf Singh, der mit seinem Zinnober-Comic da richtig gerockt hat. Es ist viel Arbeit und Kickstarter-Kampagnen könnten auch vor die Wand laufen. Wenn du einen Experten brauchst, fragst du den Andi, da kennst du auch ein bisschen aus. Schön vor die Wand, oder wie? Im ganzen positiven Sinne. Positiv. Ohne Gurt. Manchmal. Ich habe ja den Bountyless Comic, bevor ich jetzt beim Verlag war, da so ein Prequel auch über Startnext gemacht. Deswegen, quatschen wir mal. Okay. Das war jetzt auch nicht, mega erfolgreich. Also ich habe jetzt als Zinnober habe ich mir auch da irgendwie geholt und so. Also das war schon eine Liga drunter, würde ich mal behaupten. Zinnober. Ja, es geht ja jetzt da, dass man da irgendwie, keine Ahnung, gleich mit seinem Erstlingswerk irgendwie durch die Decke schießt oder so. Sondern ich will halt endlich mal irgendwas haben, dass ich dann irgendwie... auf das sich dann aufbauen lässt, was ich dann irgendwann mal mitnehmen kann. Katzenbären. Ja, Katzenbären sind die coolsten. Klingt gut, wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg. Dankeschön. Das ist auch eine Riesenaufgabe, so ein Riesenmammutprojekt zum Crowdfunding, wenn wir auch zusammenkommen wollen. Ich kriege mal das Mikro weiter. Achso. Ich wollte nur sagen, wenn du Hilfe, Max, brauchst. Oder Hilfe brauchst, Max, wenn so du Hilfe brauchst. Max, wenn du Hilfe brauchst. Ich würde dich gerne unterstützen, dass mehr Leute deine Sachen kaufen. Dankeschön. So wie du uns bei den Kunstarkaden geholfen hast. Bei trägst jedem. Ja auch schon sein T-Shirt. Ich trage auch schon Max T-Shirts, weil ich bin ja schon Fan. Du wirst dann auch bei Crowdfunding mitmachen, schätze ich mal. Den einen oder anderen Euro gibt es dann vielleicht. Ja, da gibt es dann auch ganz tolle Prämien, wie zum Beispiel T-Shirts, noch mehr. T-Shirts, ja, du hast doch überall die alles Originale raus. Deiner Mermaids. Genau, genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt noch 5 Minuten, die ich auf jeden Fall nutzen möchte, damit ihr auch mal Gelegenheit für Eigenwerbung habt. Und da wir jetzt ja gerade schon die Crowdfunding-Kampagne angesprochen haben, auf die wir uns alle total freuen, Max, die ich natürlich ja verlinken werde. Grundsätzliche Ansage ist wie immer, alle relevanten Links findet man in den Shownotes. Das heißt also, die Hörer sind in der Lage, euch zu finden. Am besten online, schätze ich mal. Man findet auch Internetseiten und Social-Media-Accounts. Die werden alle verlinkt, selbstverständlich. Und Katrin, ja? Wann kommt endlich Teil 2?
im März zur LBM kommt Teil 2. Wie weit bist du? Also ich habe ja schon vorher self-gepublished, der zweite Teil ist zur Hälfte fertig. Und jetzt wollte ich die Endszene ein bisschen überarbeiten und wie das so ist, eskaliert das alles. und deswegen bin ich noch gerade dabei, diese Endszene zu machen und dann. Aber auf jeden Fall jetzt dann Ende Februar, Anfang März zur LBM. Mega. Ja. Machst du alles selbst oder kriegst du Hilfe? Nee, One-Man-Army. Schlafen wird auch völlig überbewertet. Was ist das? Sleeping, Erinnert mich an Caroline Reis Comic. Kennst du den mit den vier Panels, mit dem Stamina und Artist und Timeline? Die hat einfach so die Quintessenz von uns Comic Artists zusammengefasst. Shoutout an Caro an dieser Stelle. Ja, total. Prima, wir sind gespannt. Anna, wie sieht's aus? Was gibt's Aktuelles oder vielleicht auch Zukünftiges von dir zu erwarten? Also aktuell ist es Pigventure Comic auf Instagram, was eben die Geschichte ist, die auch in den Kunstakaden ausgestellt ist. Da geht's um drei Schweinchen, die sehr viel Bier trinken, Häuser bauen und wandern gehen. Auch wenn das manche Schweinchen vielleicht gar nicht so toll finden. Was Schweine so tun. Aber der Fokus liegt am Bier, würde ich sagen. Oh, ich bin überzeugt, also was soll ich sagen? Cool, alles klar, klingt mega spannend. Also ist eben für die Kunstarkaden angefangen worden. Und dann irgendwann auch irgendwie irgendwo kaufbar oder lesbar. Ist auf Instagram lesbar unter @pigventurecomic. @pigventurecomic. Man findet. Ja. Auch in den Shownotes kann man richten. Ja. Super, wie sieht es bei dir aus, Alisa? Ich glaube, ich würde die 5 Minuten sprengen. Ich habe nämlich unglaublich viele Baustellen und unglaublich viele Dinge, weil also gerade meine Bermuda ist ja eher Aquarell und nicht Comic. Ich habe aber auch richtige Comics, die klassisch Comics sind, mehrere davon. Ich habe auch, wie gesagt, meine Pandas, die ein großes Projekt sind. Ich arbeite auch in meiner ersten Graphic Novel, wo ich gerade das Skript schreibe mit wirklich eigener Welt, eigener Sprache, eigenem Sidequest, eigenen Spielen. Das wäre ein bisschen lang. Wow. Schläfst du manchmal? Ja. Das auch noch, wow. Und ich arbeite auch noch, also ich bin ja noch Freelancer. Hardcore. Jo, Anni, bei dir habe ich Tage ein Video gesehen, hast du gepostet, wie du nämlich quasi ein, was war das, ein Box of Opening, wie heißt diese auch Auspackvideos auf YouTube, wie heißt das? Unboxing. Unboxing. Hast du ein Unboxing gemacht, zu was eigentlich? Das war dieser Bountyless-Comic, der jetzt bei Cool Comics erschienen ist. Du hast deinen eigenen Comic unboxed? Zu zweit, das war jemand anders. Ich kannte mich da nicht so aus. Er hat nur das vorgeschlagen, dass man das promomäßig so macht. Und haben uns da hingesetzt und das Paket von dem Verlag aufgemacht. Ja, aber wie ist das dann? Also tust du dann so, dass du dich mega freust, dass du Sachen siehst, die du eigentlich schon kennst? Oder? Nein, wir haben sie da erst Ich habe meine eigenen aber auch unboxed. Ich kannte den ja noch nicht. Also ich meine, ich wusste, was da drin ist, aber ich habe den Druck noch nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie dick der ist. Dann ist das ja sehr legitim. Es ist ein Artist-Unboxing. Ich habe dir wirklich sehr gefreut. Vielleicht braucht man einfach einen neuen Hashtag dafür. Also wie, mal, wenn du da gerade sagst, man selber hat es noch nicht gesehen, dann ist das Artist-Unboxing. Machen wir das nächste Mal auf jeden Fall. Ja. Und ich habe auch nicht gewusst, wie dick so ein 100-Seiten-Comic ist oder 140 oder so. Und dann wollte ich eigentlich 20 Comics mitnehmen fürs Comic-Festival, aber ich konnte nur 3 tragen oder so. Deswegen war das auf jeden Fall ganz schön und überraschend. Und was soll ich da noch so sagen? Den gibt's jetzt, den ersten Teil von 2 Calamari-Kult-Comics. Mhm. Und der zweite kommt halt dann irgendwann. Gibt's den eigentlich nur bei dir vor Ort oder kann man den auch, klar, Kult-Comics bestellen, halt ISBN-Nummer. Kult-Comics kann man den bestellen, dann über die Band Apron, weil die kommen ja in dem Comic vor. Das ist ja so ein Band-Comic-Projekt, genau. Auf meiner Facebook-Seite kann man die bestellen. Also man kann es gar nicht übersehen. Und man kann auch meine Filmkritiken beim Telestammtisch. Alles klar. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude, euch hier begrüßen zu dürfen beim Comic-Stammtisch. Und ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich vor allem, dass wir so zahlreiches, geiles Publikum hatten. Es war ein bisschen schön. Vielen Dank nochmal ans Comic-Festival. Und ja, spätestens bis in 2 Jahren. Tschüssi! Bye! Tschüssi! Ciao!